auf Twitter mit dem Hashtag, C3T. Wir fangen gleich an mit dem Talk. Our hearts have gone out to our French friends, especially during the Paris attacks in 2015, in November 2015. Während den Angriffen in Paris letztes Jahr und seitdem sind die Franzosen unter einem Ausnahmezustand und die Gesellschaft hat einige große Veränderungen erlebt. Frankreich hat mittlerweile ein ziemlich großes Überwachungsnetzwerk. Und wenn man sich die französischen Präsidentschaftswahlen nächsten Frühling anschaut und den Aufstieg der Rechten, sehen wir, dass es ein wirkliches Bedürfnis zum Reden gibt, um die Privatsphärenrechte es geht um Egalité, Fraternité, das System der Rechte. Legalität, Egalität und Fraternität und was ist mit der Privatsphäre? Von La Quadrature du Net haben wir hier Agnes und Christopher. Und sie fangen an mit einer Frage, die sie selbst haben. Und am Ende des Talks sind sie bereit, Fragen von euch aufzunehmen. Hi everyone, thank you for hallo, danke fürs Herkommen. Es ist eine große Freude, hier zu sein. Fangen wir mal mit etwas Lustigem an. Gestern haben wir uns nochmal ganz umentschieden, wie wir diesen Talk halten. Bei diesem Titel, den hätten wir ändern können. Auf Privacy Baguette, weil wir so viel über Frankreich reden. No further ado, let's start. Fangen wir einfach an. Sind wir uns ehrlich, alles ist gerade ziemlich schlecht für Freiheitsrechte in Frankreich. Es geht alles jetzt gerade in eine falsche Richtung. Und es ist schwierig zu erkennen, den Unterschied zwischen das ist wirklich schlecht und das ist ganz okay. Wenn man in Frankreich lebt, ist es schwierig zu erkennen, ob man zu weit geht. Die Menschen leiden anscheinend. Aber dass wir immer noch hier sein können und darüber reden können, über Demokratie und die Mächtigen angreifen können, das ist... Seit 2012 wurde der Präsident gewählt und seine Politik war eher rechtsgerichtet. Seitdem ist die französische Politik sehr ausgerichtet in die Richtung mehr Bewachung und was sie Sicherheit nennen. Unser Ziel ist es, das zu dokumentieren und diesen Trend umzudrehen. Ein politischer Krieg, in dem alles vibriert. In der US-Wahl reden wir über postfaktisches. Aber es gibt Sachen, die sind noch wichtiger. So wie in Orwell's Animal Farm ändern die Politiker alle 2 Jahre ihre Meinungen. Die Leute in der Macht versuchen, die Geschichte umzuschreiben. Aber es ist wichtig, dass wir diese Sachen festhalten. In diesem Talk sehen wir uns französische Gesetze näher an, die in den letzten 3 Jahren eingeführt wurden, die mit Grundrechten in Frankreich gegen die Grundrechte verstoßen. Es geht nicht nur um die französischen Eckpfeiler Liberté, Fraternité und Egalité, sondern auch um Privatsphäre. Es gibt 2 große Gesetze, die in einer alarmierenden Geschwindigkeit unsere Grundrechte einschreiten. Es ist einfach zu sagen, dass Frankreich der Weltführer ist beim Überwachen von des Internets.
wir wollen uns auf die letzten 3 Jahre konzentrieren und auf die Konsequenzen davon. Als Frankreich die sehr starken Sicherheitsmaßnahmen übernommen hat seit 2015 und den Terrorangriffen, als allererstes die Datensammlung. Seit also die Autoritäten und die Polizei können mittlerweile von Hosting-Providern und von ISPs für große, also sehr viele Daten nehmen. Mit der Begründung des fundamentalen Interesses von Frankreich. Hier kann man sehen, vor diesen Gesetzen in 2015 gab es nur wenige Organisationen in der Regierung, die daran Zugang hatten. Das hier ist das Ergebnis. Und diese Folie zeigt alle Organisationen, die Zugriff auf diese Techniken haben. Das ist eine ganze Menge. Und dieser Slide ist nicht mehr aktuell, denn seit es gemacht wurde, gibt es neue Organisationen, die auch noch Zugriff auf diese Techniken haben. Das sind die Techniken, die es erlauben, der Administration, auf die Administration Zugriff hat. Ihr könnt es aber auch bei uns auf dem Wiki finden, damit ihr es euch besser anschauen könnt, weil das ist sehr klein geschrieben. Wir haben hier den Minister für Verteidigung, der Minister fürs Interne und der Minister der Finanzen. Und jetzt auch der für die Justice. Was da aufgenommen wird, ist legal, weil es kein Gesetz gibt, das es verhindert. Es gibt natürlich die Grundrechtsbestimmungen, dass es zum Beispiel Privatsphäre geben sollte und dass es auch Übersichtsbehörden und those tools gather, well, analysis of encrypted trotzdem ist es so, dass diese Tools mit Keyloggers und ähnlichen Technologien IMC captures and so on. Well, there is also Überwachung very betreiben. Weak and complicated judicial redress to be so to protect es gibt die Möglichkeit für juristische is difficult to prove and to attack, aber es ist ziemlich schwer, es nachzuweisen. Es ist in der Öffentlichkeit bekannt, dass seit vielen Jahren der französische Geheimdienst weltweite Unterwasserkabel Datenabgriffe macht. Und das war illegal. Und wir hatten genügend Informationen, dass dieses System existiert seit 2008. Der Supreme Court wurde aber ohne irgendetwas freigesprochen. Mittlerweile ist es aber vom Gericht vom Gesetz abgedeckt. Es gibt aber keine wirkliche Kontrolle darüber. Die MPs, also die Ministerpräsidenten, und basically, on the slide is written that she asked and she tweeted, "My civilians, friends, I request control procedure for the National Commission for the Control of Intelligence Technique, which the name in French is the CNCTR, the Commission Nationale pour le Contrôle des Techniques de Renseignement." That was tweeted on 4th May 2016. Next consequences will censorship. Überwachung. With the terrorism law of 2014, France reinforced. Mit den Gesetzen von 2014 sind die, es ist verboten, terroristische Sachen zu sagen oder zu machen. Online ist es sogar noch viel schlimmer reglementiert. Und hier hat man den UN-Bericht über die Benutzung von Terroristen für das Internet. Es ist speziell eine Entschuldigung für Terroristen. Es geht darum, dass
die Glorifizierung von Terroristen als Basis für das Verknacken von Terroristen gilt. Und das ist nicht gegen das... Es bedeutet, dass Frankreich nicht mit dieser Bestimmung in Hand geht und es gibt natürlich keine gute Definition, was überhaupt diese die EU-Richtlinie für den Kampf gegen Terrorismus, die bald auf EU-Ebene beschlossen wird, geht in die genau gleiche Richtung. Und dann ist es so, dass es in allen Ländern eingeführt wird, immer noch ohne eine Definition, was diese Apology of Terrorism ist. Die Frage ist, wo ist diese Linie von, was wir akzeptieren können, und das hängt stark mit den einzelnen Ländern zusammen, was ihre Geschichte ist. Trotzdem gibt es halt keine gute Definition dafür. Wenn wir schon über Zahlen sprechen, wir sind Geeks, wir mögen Zahlen. Seit in den letzten 20 wurden 14 Leute für Apology of Terrorism sentenced. Dass es so ist, dass ein Drittel offense of apology of terrorism. That means that people are getting sentenced for very serious sanctions for merely going on a website or posting a status on a social network. Now let's talk about police powers. So dann sprechen wir über die Polizei, über Möglichkeiten. Seit den Anschlägen in Paris ist Frankreich unter einem Ausnahmezustand, der immer noch anhält. Dieser Ausnahmezustand wurde erweitert schon zum fünften Mal und dauert derzeit bis zum Juli 2017, also fast 2 Jahre. Aber wir wissen noch nicht, ob er nicht noch weiter verlängert wird. Könnte natürlich sein. Der Ausnahmezustand ist ein Ausnahmezustand für die Kräfte in Frankreich, der in erster Linie für den Krieg in Algerien eingeführt wurde. Die Innenminister und die Verteidigungsminister haben dadurch die Möglichkeit, haben dadurch erweiterte Möglichkeiten, weil es als ein Kriegsmittel eingeführt wurde. Aber es sieht danach aus, dass es nicht mehr als Ausnahmen eingeführt wird. Es sieht so aus, dass bei der neuen Präsidentschaftswahl der Ausnahmezustand zum Normalzustand wird. Es ist nicht die Zukunft, es ist nicht ein Ausnahmezustand, es ist Zukunft. Über Durchsuchungen seit dem Ausrufen des Ausnahmezustands in 2015 hat die Polizei sehr viele Mengen an Hausdurchsuchungen durchgeführt. Und das an jeder Tages- und Nachtzeit. Wenn man sich überlegt, dass diese Durchsuchungen ohne irgendeine Kontrolle darüber, wie diese Durchsuchungen ausgeführt worden sind, durchgeführt wurden. Es gab ungefähr 3.300 Durchsuchungen. Diese waren nicht nur über die Sachen, sondern auch auf die Computer in den durchsuchten Gebäuden. Es gab verschiedene Versionen dieses Gesetzes, das es erlaubt. Dieses erste Durchsuchungsgesetz war im November. Es erlaubte der Polizei, jede Art von Informationen an deinem Computer zu nehmen, auf jedem System und auf allen Systemen, die damit verbunden sind. Das konnte ein Remote-System sein, zum Beispiel dein Cloud-Speicher. Nein, Server oder das gesamte Internet. Danach hat der Verfassungsrat diesen rausgenommen, aber nach der Angriff auf Nizza
wurde das wieder erweitert und vergrößert und das wurde wieder eingeführt. Und das ermöglichte es, alle Informationen zu behalten und zu bekommen, die vielleicht verdächtig sein könnten. Wasn't linked to any type of offense. Auch wenn es nicht an irgendeine Art von Beleidigung gebunden war. Und auch das wurde wieder zurückgenommen. Ja, so. Verfassungsrecht. Ja, also der nächste Punkt ist über Hausarrest. Neben Hausdurchsuchungen ist es auch so, dass viele Leute unter Hausarrest sind. In erster Linie wurde das während dem COP21, der großen Klimakonferenz in Paris, angewandt im Jahr 2014, um die Organisation von Demonstrationen zu untergraben. Demonstrantinnen wurde nicht erlaubt, bestimmte Gehenden von Paris zu verlassen. Manche haben bis zu 3 Monaten Hausarrest bekommen. Grundsätzlich, also was das ist, ist, dass du an deinem Zuhause die ganze Zeit sein musst. Denn du musst zur Polizeistation gehen, 3 Mal am Tag, um zu sagen, dass du dort bist. Also du musst zum Beispiel um 9 Uhr, um 13 Uhr und um 18 Uhr gehen. Also kannst du nicht wirklich irgendwo hingehen. Du musst immer im selben Bereich bleiben. Und noch zusätzlich dazu gibt es eine Menge Leute aus dem Komitee, die von der Polizei speziell erst durchsucht worden und die dann bis zu 3 Monate ohne irgendein wirkliches Vergehen festgehalten wurden. Nur weil sie vielleicht möglicherweise mit irgendjemandem in Verbindung waren, der irgendwie mit jemandem in Verbindung war, der irgendwie eine Verbindung hatte zu irgendjemandem, der vielleicht irgendwas getan hat. Und noch obendrauf auf all diese Maßnahmen hat der European Court für Menschenrechte eine Verminderung der Menschenrechte in Frankreich festgestellt. Der Artikel 15 erlaubt es, einem Land in großer Gefahr für die Nation. Was wir gesehen haben während dem COP21 und den Ausschreitungen gegen das neue Arbeitsgesetz im Jahr 2016, der Ausnahmezustand und die Möglichkeiten werden nicht nur genutzt, um gegen den Terrorismus zu kämpfen, sondern generell gegen alles, was den Staat angreift. Frankreich generell ist eine präsidentielle Demokratie und was wir hier durchgeführt haben, wurde die exekutive Power noch weiter gestärkt gegenüber der Legislativen. Die Trennung von Kräften innerhalb einer Demokratie ist ein notwendiger Grundbaustein. Und in der Deklaration für Menschenrechte die Frage ist, ob Frankreich dann noch immer verfassungsmäßig ist, überhaupt. Das hier ist auch ein Slide von einer älteren Version unseres Talks. Es geht von 2013, weil es sonst eine 6-Stunden-Präsentation wäre. Vielleicht habt ihr schon beim 32C3 von den ersten Gesetzen gehört. Und dann 2015 wurde der Ausnahmezustand eingeführt und das Strafrecht geändert, 2016, das jetzt auch Teile des Ausnahmezustands enthält. Alle diese Gesetze betreffen jetzt nicht nur digitale Themen, sondern zum Beispiel auch Immigration.
Oft ist es so, dass sie einfach Terrorismus ins Gesetz reinschreiben, um noch weiter zu gehen können. Zum Beispiel ein Gesetz für Transport, öffentlichen Verkehr und Terrorismus. Das ist so, wie wenn ich ein Sandwich bestelle mit Schinken, Käse und Terrorismus. Jetzt reden wir über Privatsphäre. Hast du über von Terroristen gehört? Also diese Illustration. Ja, wieso Privatsphäre? Weil es etwas ist, das in fast allen Gesetzen immer mehr angegriffen wird in Frankreich, als etwas, das umgangen oder begrenzt wird, um gegen Terrorismus vorzugehen. Speziell gesagt, um Menschen vor sich selbst oder von anderen zu schützen. Also von normalen Menschen. Aber sobald man die fundamentalen Rechte von Menschen einschränkt, hast du deinen Verstand verloren? Das Regime vom Ausnahmezustand Privatsphäre ist für uns ein Zustand, um denken zu können, um frei zu sein. Wie kannst du denken, wenn du eingeschränkt wirst von deiner Gesellschaft? Die panoptische Gesellschaft enthält nicht auch Zensur. In einer Gesellschaft, wo Panoptikum der Normalzustand ist, ist es verdächtig, wenn man Verschlüsselung verwendet. Verschlüsselung ist einer der großen Kämpfe, die wir gerade führen. Die Regierungen dieser Welt, aber besonders in Frankreich, sind erpicht, Verschlüsselungen einzuschränken und Backdoors zu erhalten. Sehen wir uns an, was wir tun können. Ich mag dieses Zitat sehr gerne. Das bedeutet, sei die Veränderung in der Welt, die du sehen willst. Es gibt viele Arten, was wir tun können. Zum Beispiel, wir arbeiten wegen all diesen Gesetzen, die gemacht worden sind. Es wurde ein elektorales Jahr ausgerufen, und weil Politik mehr Reden als tatsächliche Arbeit ist, wird es wirklich schwer, den Menschen im Parlament alles zu erklären. Sie antworten einfach nur, dass sie die Verantwortung haben, gegen Terrorismus zu kämpfen, und es gibt keine andere Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Wenn es also nicht mehr effizient ist, dagegen zu reden, haben wir versucht, unsere Strategie zu ändern. Und wir haben versucht, die Zukunft zu dokumentieren für die Zukunft. Das ist zum Beispiel in Französisch, aber das ist eines der Dokumente, das wir schreiben, um zu versuchen zu erklären, wie das ganze System der Sicherheit funktioniert. Das heißt Boulevard der Freiheit. Wir mögen dramatische Titel, wir sind Französen. Es geht hier von 2014 bis 2016. Das ist alles, was ihr bisher gesehen habt mit den ganzen Reformen. Ihr könnt es auch auf unserem Wiki sehen. Wenn ihr interessiert seid, das zu übersetzen, kommt zu uns. Das ist eine sehr lustige Idee. In Mai 2016 haben wir wirklich unsere Strategie verändert. Wir haben uns überlegt, wir verlassen den Ausnahmezustand. Wir haben zum Beispiel verstanden, dass die Politiker sehr schwer zu uns zuzuhören. Also was wir aktuell machen, ist auf positive Gesetze hinarbeiten und die allgemeine Gesellschaft zu informieren und aufzuklären. Wir haben also sozusagen einen Schritt zurückgenommen, um in der Zukunft wieder einen Schritt nach vorne machen zu können und effektiver zu sein. Hier könnt ihr unser Presserelease sehen. Unsere Presseveröffentlichung. Das gilt jetzt nicht nur für Frankreich, wir arbeiten auch auf EU-Ebene für dieselben Dinge. Wir verabschieden uns nicht von der politischen Landschaft. Wir arbeiten zusammen, um eine gemeinsame Plattform zu erstellen. So,
Also, to hack our way around the limit of advocacy, wenn wir for 2 years we've been filing court cases bei, als Lobbyisten herumhacken wollen, dann joint effort with, made with two other NGOs. Enthält das auch Rechtsarbeit. Wir sind gerade zusammen mit diesen zwei NGOs mit einem mit dem ältesten Internet Access Provider in Frankreich und einer Föderation von nicht gewinnorientierten Internet Service Providern. Also nicht nur in Frankreich, sondern auch in Belgien. Gemeinsam mit dieser Gruppe, mit dem Nickname Blexejet Amateur, mit der englischen Übersetzung Egghead Amateurs. Using the system to fight the system. Wir versuchen, das System zu nutzen, um das System zu bekämpfen zu können. Manchmal verlieren wir, manchmal gewinnen wir. So the Exeget team is actually, das Exeget-Team ist eine informelle und selbstorganisierte Arbeitsgruppe, nicht wirklich eine NGO, ist nicht registriert. Die ersten Gerichtsfälle mit der Vorratsdatenspeicherung, aber auch generell Überwachung waren in 2015. Und seitdem haben wir 20 Prozesse gestartet. Wenn man sich überlegt, dass das alles Freiwillige sind, ist das sehr enorm. Also die arbeiten halt normal und machen dann auch zusätzlich diese Arbeit für die Gerichtsprozesse. Aber sagt das nicht deren Arbeitgebern. Ich will eine kurze Übersicht geben über alles, was die machen. Aber ich versuche es einfach zu halten, weil ich will nicht 20 Prozesse durchgehen im Detail. Wenn ihr daran Interesse habt, gibt es eine selbstorganisierte Session um 16 Uhr heute Nachmittag mit ein paar von den Leuten, um sich darüber zu unterhalten, was wir machen und um zu koordinieren, was man vielleicht in Europa machen kann. Wenn ihr vielleicht in solchen Gruppen seid, dann kommt vorbei, weil das ist sehr wichtig. Wir haben versucht, schon Bewegung reinzubringen, aber wir glauben, dass wir noch mehr Leute brauchen und mehr reingehen müssen. So als erstes für Datensammlung und den Zugriff darauf wurde in 2015 ein Gesetz eingebracht, das es den administrativen Körpern erlaubt, besser an die Daten ranzukommen, also Zugriff auf Hosting-Provider und ISPs, um die Interessen von Frankreich also zu schützen und zu stärken. Wir haben zwei Gerichtsprozesse dafür angefangen. Einer mehr mit Vorratsdatenspeicherung, der andere mehr mit Bezug auf militärische Themen. Und beim Vorratsdatenspeicherungsfall war einer unserer großen Argumente, dass der Europäische Gerichtshof die Vorratsdatenspeicherung auf europäischer Ebene im Fall Digital Rights Ireland in einem unserer Fälle in Frankreich wurde durch das Gericht das Gesetz aufgehoben. Wir haben dann nachgefragt nach einer vorausgehenden Entscheidung, wo das nationale Gericht den Europäischen Gerichtshof anfragt und um eine Entscheidung bittet. Das erlaubt eine bessere Einführung der Regulierung in allen europäischen Mitgliedstaaten.
did not even explain why they did not ask for the question, but they didn't ask for the question. Sie haben uns nicht gefragt, weshalb sie nicht nach der gefragt haben, aber sie haben es wenigstens nicht gefragt. Das bedeutet, dass es ist anderen nationalen Regelungen, zum Beispiel in Schweden, viel besser sind als die in Frankreich. Und der Europäische Gerichtshof hat letzte Woche geantwortet, dass eine generelle Vorratsdatenspeicherung von allen Inhalten mit allen elektronischen Kommunikationsformen nicht mit der Europäischen Charta für Grundrechte vereinbar ist. Dann haben die französischen Gerichte gesagt, also ihr liegt falsch, aber wir sagen euch nicht, wieso. Diese Entscheidung ist eine sehr gute Nachricht für uns. Wir wurden rausgekickt von den Franzosen und der Europagerichtshof hat gesagt, wir sind im Recht. Jetzt sind wir in der Hoffnung, dass der französische Gerichtshof das für die zukünftigen Entscheidungen, die noch anstehen, übernehmen wird. Wir sind sehr ungeduldig, um zu gucken, was dabei rauskommt. Denn das ist sehr wichtig. Jetzt geht es noch um die Überwachungsgesetze. Es fing eine ganze Weile in der Vergangenheit an, noch bevor einige von euch geboren wurden, in 1991. Nach einer Rechtsprechung des Gerichtshofs für Menschenrechte wurde ein Gesetz eingeführt, 1991 war das. Schon damals hat Frankreich angefangen, die Menschenrechte, etwas gegen Menschenrechte zu unternehmen. Also ist nicht mehr neu. Also die französische Regierung hat ein Gesetz eingebracht, um Überwachungsmethoden zu benutzen und Funkkommunikation zu kontrollieren, auf Grundlage der Verteidigung von nationalen Interessen. Also wir können machen, was wir wollen und wie wir es wollen, um Funknachrichten zu überwachen. Vor dem Verfassungsrat, der ein Verfassungsgericht in Frankreich ist, wurde für Radioübertragungen wurde die Überwachung niedergeschlagen. Sie dürfen das jetzt nicht mehr ohne Begründung. Aber das war hat sich alles geändert 2014, als das neue Überwachungsgesetz eingeführt wurde. Alle Maßnahmen wurden verbreitert, die Überwachung der Einsetzung dieser Maßnahmen wurde aber nicht gestärkt. Wir kämpfen gegen alle fünf Gesetzesänderungen. Und in einem davon warten wir immer noch für wir warten noch immer, dass wir eine Antwort erhalten von der Regierung. Wir haben da Fragen hingeschrieben und die schicken uns jetzt dann irgendwann mal was zurück. Das dauert noch. Bei der Zensur, dem dritten Thema dieser Exegetes, es ist so, dass das Überwachungsgesetz 2014 das Blockieren von Webseiten ohne vorherige richterliche Zustimmung, ohne Rechtsmittel ermöglicht, also echte Zensur.
die legalen Umstände in Frankreich, ist es fast schlimmer als in Russland. In Russland ist es wenigstens so, dass die Liste an geblockten Webseiten öffentlich ist, aber in Frankreich ist das nicht so. Die Polizei blockt das einfach und man sieht es einfach nicht, wenn man dorthin geht, aber man weiß nicht, welche Webseiten blockiert werden. Das andere Land, was so schlimm ist in Europa, ist Türkei. Dort ist die Lage ähnlich schlimm wie in Frankreich. Es ist so, wenn Nutzerinnen, die auf Webseiten zugreifen wollen, werden automatisch weitergeleitet auf eine Seite des Innenministeriums. Und als wir das angesprochen hatten vor dem Gericht, waren sie der Meinung, dass das okay ist, weil ja keine persönlichen Daten verarbeitet werden. Naja, seht mal, was passiert. Orange, letzte Woche, der Telekommunikationsprovider, hat letzte Woche die IP-Adresse von Google, Wikipedia und anderen Webseiten blockiert. Also alle Orange-Kunden hatten riesige Probleme. Und alle Nutzerinnen wurden weitergeleitet zur Webseite des Innenministeriums. Und die hatten eine Seite am Anfang, eben wenn man drauf geleitet wird, dass sie versucht haben, eine terroristische Webseite zu betreten, also Google. Also Google waren jetzt Terroristen. Bei einem menschlichen Fehler. Also wegen einem menschlichen Fehler. Und das Ministerium hat jetzt angesagt, dass sie die Datensammlung wegen diesem Fehler nicht verarbeitet werden. Und davor haben sie gesagt, dass das nicht verarbeitet wird an sich. Es scheint so, dass er seine Meinung ändert. Also vor und nach dem Fehler bei Orange. Jetzt kommen wir zurück zum Court mit neuen Beweisen. Also wie gesagt, heute um 16 Uhr gibt es die Möglichkeit, mit den Leuten zu reden, also auch mit uns. Es ist auf dem 4. Stock in der Anti-Error Lounge. Das ist bei den großen Glaswänden. Also heute 16 Uhr, 4. Stock. Also all das hat eine Seite, die sehr interessant ist. Weil manchmal hat man sehr große Webseiten, die blockiert sind. Eine Sache, die wir machen, ist zu versuchen, den Leuten zu helfen, sich selbst zu bemächtigen, damit die Menschen nicht nur ein Teil sein können des Ganzen, sondern es ihr eigen machen können. Du bist also nicht der Bereitsteller, so wie es sein sollte. Wir wollen noch über unsere Werkzeuge reden. Wir haben funktionierende Werkzeuge. Viele davon funktionieren sogar. Die meisten davon sind ziemlich cool. Memopol ist ein Tool, um Parlamentarierinnen einschätzen zu können, um zu sehen, ob dein Abgeordneter in einem Themenbereich gut oder schlecht abstimmt. Memopol kann auf deinem eigenen Server installiert werden. Und es ist so, dass Leute früher mal für ACTA abgestimmt haben und dann auch noch für das Überwachungsgesetz abgestimmt haben. Und eigentlich sollten die einen ganz, ganz schlechten Ergebnis haben. Und ja, da ist dann ein weinender Smiley auf unserer Seite. Wir hosten das Ganze auf Git. Wenn du daran interessiert bist, hilf einfach mit. Genau dasselbe gilt auch für das PyPhon. Hier ist die Idee, dass du, wenn du zum Beispiel eine europäische Kampagne hast, dass es einfach
einfach ist für die Leute, ihre EU-Vertreterinnen zu kontaktieren im EU-Parlament. Alle sollten die Möglichkeit haben, an dieser Debatte teilzunehmen, und es sollte dich nicht kümmern, wie viel das kostet. Wir haben daher dieses Tool gemacht, wo du einfach deine Nummer eingeben kannst, und dann wirst du verbunden. Es ist komplett gratis, aber auch frei wie in Freiheit. Sieh dir das einfach an. Das andere ist eine Dokumentation, also ein Wiki, in dem wir alles dokumentieren, was wir machen. Das wurde sehr stark benutzt, um diese Konferenz vorzubereiten, weil wir mussten zurückgehen in die Vergangenheit und viele Veröffentlichungen suchen, und das Wiki war sehr gut strukturiert, das ist sehr wichtig. Außerdem, seit der ersten Woche im Ausnahmezustand starteten die Leute, eine Liste zu machen mit all den Verletzungen von Rechten während den Hausdurchsuchungen und den Hausarresten. Und wenn ihr auf unserer Wikipedia-Seite seht, könnt ihr das alles dort finden, eine Liste mit allen Presseartikeln, die über diese Verletzungen reden in den ersten Wochen und Monaten. Diese Liste ist wirklich lang. Nur so. Wikis sind sehr wichtig, Leute. Dann habt ihr Respect My Net. Ich weiß nicht, ob Leute am Tag 1 das gesehen haben, wo es um Netzneutralität ging. Grundsätzlich ist Respect My Net eine Webseite, also respectmynet.eu. Das ist ein Werkzeug, um solche Verletzungen zu spotten. Ihr solltet nochmal zurückgehen zu diesem Vortrag. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt zu mir zurück. Und es gibt auch noch ein paar Sachen, die sind ein Teil dieser neuen Strategie. Ein Teil davon ist Crypto-Partys. Ihr wart sicher schon mal bei einer, ihr wisst, was es ist. Und das ist noch immer sehr wichtig. Vielleicht ist der Weg, wie wir sie machen, gut. Vielleicht müssen wir es ein bisschen anverändern, aber trotzdem, das Teilen von Erlebnissen und von Wissen, von unseren Arten und Weisen, etwas zu tun, hilft uns, eine bessere Community zu werden, und hilft den anderen. Wir müssen es weitermachen, wir müssen mit den Leuten zusammen reden, wir müssen neue Ideen haben, wir müssen darauf zurückkommen, wir müssen mehr und bessere Partys machen, wir müssen sehr viel, hier wurde sehr viel über Privatsphäre und Verschlüsselung geredet am CCC und sicher auch in der Zukunft, also wirklich, Leute, reden miteinander. Und zum Schluss noch das Netzwerk der Unterstützer. Was das zentrale Element ist, jede Art von NGO, das sind Menschen, die machen ihr Leben nicht für La Croix de Tournet, sondern es ist eigentlich anders, aber ohne diese Leute wären wir aufgeschmissen. Wenn Leute darüber reden, wenn Leute damit Kontakt haben, also in Kontakt treten, haben wir die Möglichkeit, uns zu dezentralisieren, unsere Arbeit aufzuteilen, unsere Kommunikation aufzuteilen, und das macht uns widerstandsfähiger, denn wenn ein Teil zusammenfällt, kann der Rest weiterfallen. Das ist im Prinzip Weiterarbeiten, das ist die Grundidee des Internets. Wir wissen, wir können es schaffen, und wir wissen, dass wir es bereits schaffen. Also lasst uns weitermachen. Lasst uns weitergehen zu unserer Zusammenfassung. Wir sind nicht hier, um euch zu sagen, was ihr machen sollt. Wir zeigen euch nur, was wir in Frankreich machen. Ihr seid alle von anderen Ländern in Europa. Und teilweise sogar von woanders, ganz anders. Welche Gesetze gibt es in eurem Land? Welche Art von Gesetzen regelt eure Überwachung? Was könnt ihr dagegen machen? Lasst uns das in einer europaweiten Gruppe zusammenschließen. Lasst uns gemeinsam das System hacken. Wir müssen vielleicht über neue Möglichkeiten nachdenken, unsere Rechte zu sichern. Wir müssen über diese Sachen in den nächsten Jahren reden. Überlegt euch, was macht ihr? Was könnt ihr machen? Wir sind wirklich interessiert an dem, was ihr macht. Lasst uns zusammenkommen. Lasst uns vernetzen. Lasst uns andere Typen von Partys und Krypto-Partys und Werkzeugen machen. Lasst uns verbinden, um die Debatte weiterzuführen. Denn die Demokratie ist wegen den Menschen am Leben.
Ohne die Menschen gibt es keine Demokratie. Hier habt ihr die Quellenangaben für so gut wie alles, was ich in meinen Slides verwendet habe. Einiges habt ihr bei uns im Wiki. Da haben wir auch zweimal dasselbe File hier in der Liste. Aber naja, danke auch an die Person, die die Übersicht für die ganzen Stellen gemacht hat, welche auf Überwachungsmaßnahmen zugreifen können. Das war sehr, sehr viel Arbeit. Und wir haben auch hier ein paar Comics, seht euch die an, die, viele davon sind sehr lustig. Wie jedes Jahr sind wir auch dieses Jahr dabei, Fundraising zu betreiben. Wir sind schon bei 70% für unser Budget für nächstes Jahr, aber vielleicht könnt ihr uns noch ein bisschen unterstützen. Danke. Wenn ihr Fragen habt, kommt bitte zu deinem Mikrofon. Es gibt hier vier Stück. Wir haben nicht so viel Zeit. Fangen wir hier an. Hallo. Ich habe eine generelle Frage über die französische Situation. Soweit das Terrorismus angeht, gibt es irgendeine Debatte darüber, dass das vielleicht etwas mit französischem Kolonialismus in den letzten Jahrhunderten zu tun haben könnte? Die Kurzantwort, nein. Nein. Es geht nicht um Kolonialismus. Erinnert euch daran, im November 2015, hat der französische Premierminister gesagt, etwas sehr, sehr Starkes gesagt, das sehr gut zeigt, wie Frankreich die französische Macht Terrorismus seitdem damals sah. Er erklärte, also erklären ist schon eine Art von Vergebung. Es zeigt sehr gut, durch welche schwierige Phase gerade Europa geht. Ich vermute, es wird in den nächsten Jahren gehen. Es gibt Menschen, die arbeiten daran. Aber bisher ist in der großen Breite die Debatte nicht wirklich gehört, als eine, weil französische Politiker eher auf den Terrorismus reagieren, weil das ist so schlimm und unsere Werte sind in Gefahr. Und es war bisher sehr einseitig in der Debatte. Hier vorne. Ich habe eine Frage bezüglich der Hausdurchsuchungen, die immer weiter zunehmen. Auch in Deutschland ist das so. Oft werden. Gibt es irgendwas auf einer legalen Ebene, wo ihr dafür kämpft, oder gibt es NGOs? Derzeit nicht. Es gibt sehr wenige Gerichtsverfahren bei den Hausdurchsuchungen. Die haben sich sehr, sehr beeilt nach den Attacken im November. Es gibt immer noch Leute, die unter Hausarrest sind seit November letzten Jahres. Wir wissen nicht viel darüber, aber in der Zukunft wird es da sicher Zivilgesellschaftsarbeit geben. Der Amnesty und die Ligue des Droits des Hommes beschäftigen sich auf jeden Fall damit. Eine Frage. Eine Frage aus dem Internet. Ihr habt gesagt, es gab schon über 3000 Durchsuchungen. Wisst ihr, wie viele Verurteilungen es gab durch irgendein ein Gericht seitdem?
you have my great wallpaper here. Ja, einen Moment, ihr habt hier mein... Ich muss kurz schauen. Diese Nummern sind von dem Report aus dem ersten Monat. Das ist nicht seit letztem Monat, das ist nur aus dem ersten Monat. An dem der Report veröffentlicht wurde, war der dritte Monat. Ja, hier hat ein französisches Magazin, ein Magazin hat eine Sektion, die heißt die Decoder. Also hier, das ist sehr klein, aber ihr seht hier, es gab 400 nach drei Monaten Hausarreste, 290 davon sind immer aktiv. Es gab 560 durch Prozesse mit 28 über Terrorismus, also die in Verbindung mit Terrorismus waren, und 5, die wirklich Terrorismus waren. Das ist sehr wenig. Und 1035 davon werden Menschen wurden vom Geheimdienst überwacht, von denen 320 kontaktiert wurden. Das wurde bis 2016 gemacht. Also das sind sehr alte Zahlen. Wir haben keine Ahnung über genauere, neuere Daten. Die zweite Frage ist, in euren Augen, wie groß ist die Auswirkungen von den SAG in Frankreich? Ja, also die Person ist gerade nicht hier, aber sonst hätte ich sie unbedingt eingeladen zum Treffen und ihnen gesagt, dass sie selbst gefragt hätten sollen. Wir erzeugen hier viel Rechtsprechung, die in Frankreich oder in Europa noch fehlt. Die Auswirkungen von den SAGs weiten sich immer weiter aus. Es geht Schritt für Schritt. Auf Twitter werden wir zum Beispiel ständig kontaktiert und gefragt, ob wir nicht ein neues Gesetz angreifen können. Ich denke, das baut sich auf, das wächst. Das Ganze gibt es ja seit 2 Jahren, also ist sehr, sehr jung. Hallo, ich habe, also könnt ihr kurz darüber reden, welche Rolle Aktivismus hatte und wie eure persönliche Erfahrung damit ist? Also meinst du, also ich glaube, es ist sehr wichtig, momentan haben wir das Gefühl, dass Lobbyismus, also der Kampf so hart, wie man kann zu kämpfen. Zum Beispiel 2015 haben wir eine Menge gekämpft. La Quadrature war der Führer des Kampfs gegen diese Gesetze. Und letztendlich haben wir verloren, denn sie wurde angenommen. Aber trotzdem haben wir eine große Koalition zusammenbekommen. Mit privaten Firmen und Akteuren, mit NGOs und anderen Gruppen, auch einzelne Personen, Juristen, die sich dagegen stark gemacht haben, und die Regierung hat es nicht. Also wenn es nicht funktioniert, dann lasst uns einfach unser Weg drumherum hacken. Wir haben auch jetzt hat andere Lösungen, um danach zu kämpfen. Denn alle Menschen, die mitgemacht haben, also manche Leute wollen nicht unbedingt wirklich lobbyieren, aber wollen trotzdem mithelfen, um mit anderen NGOs zusammenzuarbeiten, also auch in anderen Ländern, um neue Verbindungen zu erschaffen, neue Netzwerke zu erschaffen. Ich glaube, es ist ein komplementärer Teil, und der ist auch sehr wichtig.
also when you cannot find a way auch wenn du jetzt keinen Weg finden kannst, um zum Beispiel die Datensammlung zu verhindern. Es gab keine Möglichkeit für uns zu gewinnen dabei, auf der französischen Ebene. Also auch nicht bei französischen Gerichtsverfahren, aber auf dem EU-Level können wir letztendlich es schaffen. Also es ist sehr wichtig, um alles zu versuchen, alles auszunutzen, was wir haben, alle Werkzeuge benutzen, um am Ende zu gewinnen. Okay, dankeschön. Ja, in meiner Meinung nach ist der Ausnahmezustand eine Übertreibung. Aber was ist da die öffentliche Meinung? Wie sehen das die Leute in Frankreich, den Ausnahmezustand und dass der immer wieder weiter verlängert wird? Der Ausnahmezustand ist nicht irgendwas, was wir uns einfallen haben lassen, sondern das ist der offizielle Name. In der öffentlichen Meinung hat sich das stark geändert. Das ist natürlich sehr schwierig einzuschätzen. Es hängt davon ab, wo wir das beobachten. Sehen wir uns das von unseren Freunden an, von Studien oder von den Medien? Was da passiert ist, dass wir uns anschauen müssen, was die generelle Reaktion ist. Und nach den Attacken war es natürlich so, dass alle mehr Sicherheit wollten. Und wir können aber sehen, dass selbst als diese Antiterrorismusgesetze angenommen wurden, über die letzten 25 Jahre gibt es immer noch diese Probleme. Die Politiker stellen sich hin und sagen, naja, wir fixen das jetzt, aber wir als Hacker wissen, totale Sicherheit ist unmöglich. Wir leben da eine Krise durch. Auf der einen Seite haben wir da die Populisten mit Marine Le Pen und auf der anderen Seite haben wir auch die Linken, die voll auf Sicherheit gehen. Die Politik von Manuel Valls, dem Premierminister, hätte genauso gut von einem Hardcore-Rechten sein können. Wir müssen uns ansehen, wie wir diesen Kampf gestalten wollen und wie wir den durchführen wollen. Auch wenn sich die Menschen daran gewöhnen, dass dieser Ausnahmezustand besteht, dass die Taschen kontrolliert werden, dass du auf dem Zug zum Beispiel und dass deine Freiheiten eingeschränkt werden im Internet oder auch sonst irgendwo, auch wenn sich die Leute daran gewöhnen. Das ist genau nicht, was wir wollen. Wir versuchen da eben dagegen zu stehen. Dankeschön. Dann aus dem Internet eine Frage. Wir haben eine große Menge von Feedback auf Twitter und viele Leute fragen, ist das hier eine Blaupause für andere Länder? Aber eine spezielle Frage ist, was ist der aktuelle Stand der Situation in Belgien? Wisst ihr was darüber? Die Belger haben wenige Richtlinien übernommen, aber ich habe keine so detaillierte Information darüber. Aber ich glaube, Belgien ist nicht so dramatisch darüber, um es so zu formulieren. Die waren in Brüssel nach den Angriffen auf Nachbar-Brüssel und die Reaktion dort war deutlich anders. Belgien hat ganz andere Probleme. Sie haben auch eine sehr rechte Partei. Das ist ein anderes Problem. Ich würde sagen, frag die belgische Organisation für Menschenrechte im Internet. Die wissen nicht mehr als ich. Danke.
Und dann hier drüben. Ich würde gerne nochmal über Belgien reden. Ich lebe in Brüssel. Good, because the government is already chaotic enough, so they cannot really take stance on this. And the only comment they made so far was blaming. Das, die Regierung hat bisher nur einfach Verschlüsselung als großen Helfer des Terrorismus angegriffen, aber sonst nicht viel. Habt ihr irgendwelche Kontakte und, mit Parteien oder Politikern oder offiziellen Organisationen? Kann es noch schlimmer werden eigentlich? Ich werde diese Frage mir selbst nicht stellen. Aber gehen wir zuerst mal zum ersten Teil. Ja, also sehr wenig. Mit Parlamentarierinnen haben wir ein bisschen Kontakt. Wir haben derzeit ja ein sozialistisches bzw. sozialdemokratische Regierung. Bei den Sozialdemokraten und bei den Linken haben wir Unterstützung, bei den Grünen zum Beispiel, ein bisschen, aber bei den Parlamentariern, das sind halt ganz wenig und immer wenn sie irgendwas sie wollen nicht dafür verantwortlich sein für die nächste Attacke. Dementsprechend können die sich auch sehr schwierig wehren. Die Unterstützung ist daher gering. Der neue Premierminister hat eine Art zu sagen, sie sollten einfach so abstimmen, wie er das sagt. Und zeigt ihnen auf, dass die Politiker dann dafür verantwortlich sind bei den nächsten Attacken, wenn sie sich gegen Überwachung wehren. Was machst du denn als Politiker? Ja, dann hast du halt Angst davor, dass die Leute dir die Schuld in die Schuhe schieben. Und okay, noch eine letzte Frage. Okay, also die EU scheint euch Leuten zu helfen. Ihr geht zu den EU-Gerichten, weil die französischen euch nicht ausreichen. Aber was meint ihr, wie lange wird das noch so aushalten? Es gibt eine Menge Länder, die versuchen, die EU in eine andere Richtung zu drücken. Also was meint ihr, wie lange wird das noch funktionieren? Es hängt von verschiedenen Sachen ab. Zum Beispiel, wir haben über den EU-Quad für geredet. Wegen der Datensammlung. Das ist aber nicht immer der Fall. Zum Beispiel die Direktive zum Kämpfen gegen Terroristen wurde im Januar oder so von der EU übernommen. Die wurde ist nicht wirklich gut. Und viele der französischen Maßnahmen sind in diese Direktive eingeflossen. Also die EU hilft uns nicht immer, aber es ist interessant für uns, um mit der EU zu arbeiten, denn man geht aus deinem französischen Blick, gehst du ein bisschen raus. Also du nimmst die Scheuklappen ein bisschen ab. Also momentan ist es nicht nur die EU, die uns hilft, aber also nicht alles in der EU, aber speziell der Gerichtshof hilft uns. Und um ehrlich zu sein, wir wissen nicht, wie lange es hält. Aber wir hoffen, es könnte uns helfen, weiterzukommen in diese Richtung. Aber du weißt so, ja. Für alle, die noch Fragen haben, seht uns am Teehaus im vierten Stock um 16 Uhr. Also vierter Stock, 4 Uhr. Das ist sehr einfach. Vielen Dank euch allen.